Guten Morgen, ihr Lieben. So, jetzt bin ich ein bisschen zu spät. Wir hatten gerade eine Notfallgeschichte. Huch, meine Haare sind toll heute. Verstrubbelt. Ich hoffe, ihr seht es jetzt gleich. So, mein liebes Facebook. Ich warte einen kleinen Moment, bis ihr dazukommt, bis Facebook euch das anzeigt. Und wenn ihr schon da seid, wäre es klasse. Ihr macht euch bemerkbar. Das geht besser. So, wir haben heute Morgen so, wow. Ne? Wir haben ja gestartet jetzt am 1. November mit 21 Tage Geld aktualisieren und 21 Tage Unstoppable You. Und ich bin so unglaublich dankbar für diese Gespräche, die wir da am Morgen haben und was sich zeigt, ja. So, heute Morgen ging es darum, ich habe die Frage gestellt, welche Frage habe ich denn gestellt? Ich habe die Frage vergessen. Wurscht. Aber wie das oft so ist, zeigt sich dann, ne, dann die Leute teilnehmen, schreiben es rein und ich habe so diesen Pling von, da ging es darum, um Schuld. So, Schulden abzubezahlen. Und wenn ich die Schulden abbezahlt habe, dann habe ich XYZ, dieses glorreiche Leben und bla bla bla. Und ich frage nur so, ist das wahr? Und das ist die Frage, was hast du als Problem definiert, dass es vielleicht nicht ist? Und wo hast du schon alles Mögliche getan? Und es verändert sich einfach nichts. Kann mir mal ganz kurz schreiben, sind wir in der Wie man Geld wird Gruppe oder bin ich woanders gelandet? Please. Wenn ihr alles Mögliche schon tut, damit sich eine Veränderung einstellen kann und es verändert sich einfach nicht, dann schau mal, ob du vielleicht woanders schauen musst. So, was ich eigentlich erzählen wollte, das Thema Schuld. So, Schuld und Schulden kreieren. Dann schaut mal, wenn du jetzt jemand bist, der Schulden hat. Das war die Frage, genau. Was würde sich verändern, wenn du genug Geld hättest? Richtig gelandet. Danke. So, schau mal, wenn du jetzt jemand bist, der Schulden hat. Ne? Offene Rechnungen, etwas noch nicht bezahlt. Und wie sehr glaubst du, wenn du das alles bezahlt hast, dann hast du ein glorreiches Leben. Aber durch das, dass du es nicht bezahlen kannst, sondern nicht weißt, wo das Geld herkommt, sondern bla 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 bla. Ne? All das, was in unserem Kopf stattfindet, was alles sein wird, wenn das erledigt ist. Da möchte ich dich einladen, wird es zu gucken, ist es wahr? Wird sich das alles verändern oder nicht? So, ich möchte euch einladen, zu schauen, hey, was ist die Energie von Schuld? Was kreiert das hier? Was kreiere ich mit der Energie? Und werde ich alles daran tun, um diesen Zustand sofort wieder zu haben? Ne, wenn ihr euch anschaut, was kreiere ich denn mit diesen Schulden, mit der Schuld? Und Schuld, habt ihr schon gelernt, ne, wenn ihr schon Foundation habt, ist eins der Ablenkungsimplantate. Wenn du in Schuld gehst, bist du deine Möglichkeiten oder bist du dann weit weg von allen Möglichkeiten und bist du einfach nur in dieser Energie von alles ist abgefuckt und du bist eigentlich das größte Arsch am Planet, ja? So, wenn du in Schuld und Schulden gehst. Und wir haben da so viele geile Clearings dazu gemacht, um das aufzulösen auch. Ich möchte euch einfach einladen zu gucken, hey, wenn du Schulden hast, wenn du in diese Schuld gehst, wie sehr hast du das als Basis deines Lebens kreiert? Und was, wenn das eine Annahme ist, und das ist oftmals schon, ne, so, ich meine, in der Kirche lernen wir das, du bist ja schon als Sünder geboren. Ne? Als Sünder hast du Schuld. Really? Schau ein Baby an, wo kann das schuldig sein? Ich meine, was hat denn das schon verbrochen auf der Welt? Aber das ist der ganze Irrsinn, mit dem wir groß werden, ja? So. Und in wie vielen Lebzeiten hast du das schon gehört? Kein Wunder, dass das mega stark und dominant in deiner Welt ist. Hello! So, hier kann ich euch nur einladen zu gucken, Momente mal. Was, wenn ich das hier alles nicht glaube und gewillt bin, das loszulassen? So, Wahrheit, bist du wirklich in irgendwas schuld? Und ich kann mich erinnern, in meiner Welt, oh mein Gott, in meiner Familie, es war immer, es gab eine, weiß ich, was sagt man denn da? Eine komische Situation, ich war immer schuld. Ich habe immer auch diesen, ne, dieses Paket von Schuld zu mir genommen und man denkt, what the fuck? Ich meine, jetzt im Nachhinein mit den Werkzeugen von Access hat es viel mehr Adresse, kann ich viel mehr damit machen und das wirklich auflösen. Aber als Kind hatte ich das nicht. Es war einfach klar, egal was ist, ich bin schuld. haben vielleicht andere auch so. Egal was ist, ich bin schuld. Egal was ist, ich bin schuld. Egal was ist, ich bin schuld. Na klar, weil ich einfach anders war, nicht dazu gepasst habe. Logisch muss ich derjenige sein, der schuld ist, weil alle anderen scheinen ja normal zu sein. Ich nicht. Hui, so alles, was du da in deiner Welt hast, dass du immer schuldig bist, weil du anders bist,
können wir das Testosteron kreieren. Right on good, bad, pot, pock, orange, shorts, boys, yons. Und ich kann euch nur einladen und vielleicht mache ich da mal einen Call dazu, wenn ihr das möchtet, zum Thema Schuld und das aufzulösen. Vielleicht mache ich das. Hättet ihr Interesse daran, das aufzulösen? Ich glaube, das ist ein größeres Fass, das da auf ist, was man auflösen kann. Also was hast du da mit der Schuld? Wo ist es immer die To-Go-Energy, zu der du gehst? Ja? Irgendwas ist komisch, Schuld. In eine unbekannte Energie, ich muss schuld sein an irgendwas. Wow. So, ja, was, wenn das nicht stimmt? Mama ist immer schuld. Mhm. Wäre super. Okay, cool. Und Schuld ist eine Erfindung, ist nicht wahr, ist nicht real. Was denn Schuld einfach nur die Energie ist, die euch, sagt man da, foltert, ja? Cool. Okay, lass uns ein Thema zum Schuldmangel. Das ploppt jetzt gerade auf, wo ich mit euch bin, wo ich denke, wow, das Fass ist viel größer, als ich dachte, ja? Okay, wann? Seid ihr spontan? Machen wir es heute Abend? 20 Euro. Ich kreiere gleich eine Seite dafür, wenn ich zu Hause bin. 19 Uhr. Wie klingt das? Ujo. Und was, wenn es eine fette Lüge ist? Und wow. Da, ja, cool. Ja, das stimmt. Das wird einem wirklich eingetrichtert. Und wir glauben es. Als Mangel von Werkzeugen, als Mangel von anderen Informationen. Und selbst wenn du in Widerstand dazu gehst, sagst du trotzdem ja. Du sagst, nein, ich bin nicht schuldig und es gibt alles nicht. Schon eingekauft, mit nach Hause genommen. Weil um eine Gegenseite zu haben zu dem, was ist, nochmal Gegenansicht zu haben, musst du zu der einen schon ja sagen. Wir verbringen zu viel Zeit mit Schuldzuweisungen. Riesig. Okay, cool. Okay, ihr Lieben, heute Abend 19 Uhr, 20 Euro, ein Call zum Thema Schuld. Und was ist möglich, dass es viele Menschen wählen können? Stell dir mal vor, ein Leben, in dem es keine Schuld und keine Schulden mehr gibt. Und wie sehr kreierst du Schulden, um deine Schuld zu beweisen, die du beschlossen hast, dass du hast und bist? Süß, aber nicht gescheit. So nochmal, wie viel Schulden kreierst du, um zu beweisen, dass du schuld bist? Das ist das, was du beschlossen hast. Oh mein Gott, ich freue mich. Heute Abend, 19 Uhr. Let's change that shit, huh? Freue mich. Bis dann, ihr Lieben. Schönen Sonntag und bis 19 Uhr.